Hallo, ich bin Planspiel-Börse-Reporter Johannes und wir sind heute zu Gast in Frankfurt am Main bei der DK Bank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen. Ich bin heute hier, um ein bisschen was über das Thema Fonds zu erfahren und habe mich deshalb mit drei sogenannten Fondsmanagern verabredet. Und aus diesem Grund fahren wir jetzt gleich erstmal da hoch und gucken, ob die überhaupt schon da sind. So, wir befinden uns nun hier im 44. Stock und hier hat man nicht nur eine schöne Aussicht, nein, hier treffe ich mich jetzt auch mit Frau Eggerstedt, Frau Ulrich und Herr Losen. Sie sind Fondsmanager zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt zunächst einmal Frau Eggerstedt bei mir. Sie ist Fondsmanagerin DK Nachhaltigkeit Renten. Hallo Frau Eggerstedt, schön, dass Sie Zeit gefunden haben, uns ein bisschen was über Fonds heute zu erzählen. Und da interessiert mich natürlich als allererstes, was ist denn ein Fonds eigentlich? Ein Fonds ist eine Möglichkeit, womit die Sparer längerfristig investieren können. Und das ist auch bequem, weil die Experten nehmen die Entscheidungen. Und es geht nicht um einen Einzeltitel, sondern wirklich ein Portfolio von verschiedenen Titeln und Anleihen oder Aktien. Und das von Risikoertragmöglichkeiten ist das ein sehr gutes Instrument, wo man anlegen kann. Wie viele Fonds werden denn von einem Fondsmanager verwaltet und arbeiten Sie da eher alleine oder im Team mit anderen zusammen? Es hängt von der Komplexität von den Produkten an, wie viele Fonds ein Fondsmanager gut managen kann, weil Fondsmanagement braucht viel Konzentration. Ja, man muss auch rechtzeitig und frühzeitig entscheiden können. Ich würde sagen durchschnittlich 5 oder 6 Fonds, aber das ist unterschiedlich. Okay, mal angenommen, ich möchte jetzt anlegen. Auf was müsste ich denn achten, wenn ich in einen Fonds investieren möchte? Das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt so viele Fonds. Ganz wichtig ist, dass der Fonds transparent ist, dass der Anleger weiß, was ist in der Fonds überhaupt enthalten. Es ist auch ganz wichtig, man weiß, ob der Fonds zu risikofreudig ist oder risikoarm ist. Ich stehe nun bei Herrn Losen. Er ist Fondsmanager DK Nachhaltigkeit Aktien. Hallo Herr Losen, Sie sind ja Fondsmanager. Was macht man denn da so den ganzen Tag? Ja, generell ist es ein sehr dynamischer Arbeitsalltag, geprägt von vielen Meetings. Um 8.30 Uhr beispielsweise haben wir unser erstes Morning-Meeting, wo wir uns austauschen bezüglich der aktuellen Neuigkeiten am Aktienmarkt. Dort wird dann auch besprochen, welche Aktien gekauft werden sollen und welche verkauft werden sollen. Für unsere jüngeren Zuschauer sicherlich auch interessant, wie wird man denn überhaupt Fondsmanager? Also Grundvoraussetzung ist im Normalfall ein Studium, sei es im Bereich BWL oder auch VWL. Es gibt auch die Möglichkeit, über den Ausbildungsberuf des Investmentfondskaufmanns einzusteigen. Das wiederum allerdings wird dann im Normalfall auch ergänzt durch ein Studium im Anschluss. So, abschließende Frage. Haben Sie denn noch ein paar Tipps für unsere Planspielbörse-Teilnehmer? Ja, ein Tipp an die Teilnehmer wäre sicherlich, vielleicht nicht ganz so konzentriert vorzugehen, wie man das im Planspielbörse tut, nämlich breit zu diversifizieren, auf Einzelwertebene, so wie wir das in den Fonds auch machen, nicht alles auf eine Karte setzen, sondern vielmehr breit streuen, dann ist das auch der richtige Weg, den man im privaten Alltag gehen kann. Alles klar, sind doch sicherlich nützliche Hinweise von einem Experten. Vielen Dank für das Interview. So, ich sitze jetzt nun hier bei Frau Ulrich. Sie ist zuständig für das Thema Nachhaltigkeit bei Wertpapieren. Hallo Frau Ulrich. Ihr Schwerpunkt ist ja jetzt Nachhaltigkeit. Wie erkenne ich denn einen nachhaltigen Fonds und wie erkenne ich, dass das auch der richtige für mich ist? Wir haben es unseren Kunden leicht gemacht. Bei unseren Nachhaltigkeitsfonds steht der Name in der Bezeichnung. DK Nachhaltigkeit Aktien, DK Nachhaltigkeit Renten, DK Nachhaltigkeit Balance, das ist dann die Bezeichnung für den Mischfonds. Und Sie müssen sich dann überlegen, welche Anlageklasse Sie möchten, also Rentenaktien oder lieber einen gemischten Fonds. Und dann sollte eigentlich das Passende für Sie dabei sein. Also ich habe heute wirklich viel über das Thema Fonds und Nachhaltigkeit gelernt. Ich hoffe, euch geht es genauso. Und vergesst nicht, auch beim Planspiel Börse könnt ihr in DK Fonds investieren. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.